Top-Favorit für Gastgeber Wattenscheid 09 hatte diese Konstellation trotz des ausgesprochen schweren Loses zwei ganz große Vorteile. Es kam der deutsche Meister und der wohnt nur 39 Kilometer weit weg. Wattenscheid, neuerdings Regionalligist in der Staffel West-Südwest, wartete also mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf Nachbar Borussia Dortmund und seine zahlreichen Fans, die natürlich die geringen Reisekosten zu schätzen wussten. Vorbei die Testphase, jetzt wird's ernst für die erste Wahl des Meisters, sofern gesund. Rolf Töpperwien meldet sich aus dem Lohheide-Stadion. So hätte es wohl heute in der Lohheide ausgesehen, wenn es zum eigentlich angesetzten Regionalligaspiel gegen den 1. FC Saarbrücken gekommen wäre. Doch anstelle der 800 einkalkulierten Zuschauer strömten 10.000 ins Stadion. Fast so viele, wie in der gesamten Regionalligaspielzeit benötigt werden. Dortmund, der deutsche Meister, und Wattenscheid, das zum ersten Mal seit 23 Jahren drittklassig ist, lieferten sich von Beginn an ein leidenschaftliches Duell. Der BVB mit Jörg Heinrich, Ricken verpasste. Der direkte Gegenzug. Hammer, Sergej Dikdia, Neuzugang von Schalke 04, ernarrt Julius Caesar. Eine erste Möglichkeit für den krassen Außenseiter. Wieder Jörg Heinrich, der beim Fuji Cup noch wegen einer Bänderdehnung im Sprunggelenk gefehlt hatte. Michael Zorc direkt, 0:1, 14. Minute. Alles schien seinen normalen Lauf zu nehmen. Blanke Heinrich setzt sich gegen Teichmann durch und Mannschaftskapitän Zorc mit Direktabnahme vorbei an Torwart Peter Martin. Wattenscheid Achter der Regionalliga West-Südwest, danach etwas unkonzentriert. Teichmann vertändelt. Heinrich, auffälligster Spieler in der Anfangsphase. Meistermacher Ottmar Hitzfeld, er konnte heute wieder auf Cesar, Sammer und Kohler zurückgreifen. Bei Wattenscheid nur noch vier Spieler aus dem letztjährigen Zweitligakader dabei. Freistoß Frank Süß und Kopfball Emil Hammer. Mitte der ersten Halbzeit erstmals größere Aufregung, als nämlich Matthias Sammer stark umrempelte. Wattenscheids Trainer Jupp Tenhagen, früher selbst einmal Borusse, grollte mit Gelb und Schwarz. Für Schiedsrichter Malbrand gab es keine andere Wahl, als Sammer gelb zu zeigen. Auffällig das engagierte und faire Zweikampfverhalten der SG 09. Ristau. Fengler. Und Süß. Neuzugang von Hertha BSC. Kurz vor der Pause, der BVB, bei dem der für dieses Pokalspiel gesperrte Freund fehlte, nur noch mit dieser Möglichkeit. Chapuisat. 42. Minute. Dritter Eckstoß Wattenscheid, wie immer von Süß getreten. Und es folgt der nächste. Diesmal aber André Gumprecht. Er spielte schon einmal für Lecce in Italien. Und dann Hilko Ristan zum 1:1. 42. Minute, Tenhagen, Steilmann und die Zuschauer begeistert. Desorientierte Innenverteidigung, Cesar, Kohler und auch Klos sehen nicht gut aus. Und dann das Tor durch Hilko Ristan. Viele hatten vorher gesagt, das wird eine klare Sache für den deutschen Meister. Sieht anders aus zur Pause. Ja, ich habe auch im Vorfeld gesagt, dass wir es also versuchen werden, dem deutschen Meister so schwer wie möglich zu machen. Das haben wir in der ersten Halbzeit gemacht. Ich denke, dass wir sehr gut mitgehalten haben, dass wir gut gespielt haben. Und ich hoffe, dass wir das in der zweiten Halbzeit konservieren können. Wie haben Sie Ihre Mannschaft für die zweite Halbzeit eingestellt? Wir werden genauso weiterspielen und unsere Chance nach vorne suchen und versuchen, dementsprechend entscheidende Tor zu machen. Gesagt, getan. Wattenscheid jetzt noch mutiger. Dikdia, ein ständiger Unruheherr und ein Foul von Jürgen Kohler, das ebenfalls die gelbe Karte nach sich zog. Freistoß, Frank Süß. Glück für den deutschen Meister. Noch einmal. Wattenscheid nun wie aufgedreht. Fast jeder Zweikampf wurde gewonnen. Sergej Dikdia. 4 Jahre spielte er für Schalke. Und dann Flanke. Die Dortmunder Innenverteidigung, alles andere als souverän. Und Dikdia machte hier mit Sammer und mit Kohler
was er wollte. Die nächste Ecke von Süß. Und da ist er wieder. Dick Dia, Schuss und Tor. 2:1, 50. Minute. Das Lohheide-Stadion bebte in seinen Grundfesten. Noch einmal. Die Ecke, Dortmund äußerst verwundbar bei Standardsituationen. Und dann köpft Heinrich unabsichtlich zu Dick Dia und der überwindet Klos zum 2:1. Und Maizfeld wurde langsam aber sicher ungehalten. Und die Borussia hypernervös. Heinrich tritt gegen Hamer nach. Hier gelbe Karte durch Schiedsrichter Michael Malbrank. Dann ein Wechsel. Herrlich anstelle von Wolters. 57. Minute. Der BVB krampfhaft um den Ausgleich bemüht. Und Wattenscheid kämpfte, ging über die Leistungsgrenze. Ricken. Dann eine ganz knifflige Situation. Sammer, längst nicht mehr Libero. Chapuisat gegen Stark, Rückgabe des Wattenscheider Mandeckers. Torwart Martin nimmt den Ball mit der Hand auf, unerlaubt, Zeitlupe. Und es muss natürlich Freistoß geben. 63. Minute, indirekt Möller. Noch einmal Andreas Möller, Unterkante Latte und Torwart Martin. Noch einmal Zorc, Chapuisat tippt an und Möller, der hier das 2:2 auf dem rechten Fuß hatte. Immer noch 2:1 die Führung für die Underdogs aus Bochum 6. Emil Hammer, der Mann aus Slowenien. Schauen Sie mal, was er mit Cola, was er mit Cesar macht. Die Zeit voran. Wattenscheid weiter wie entfesselt. Ecke Süß. Kempkens. Kopfball Hammer, Klos kann nicht festhalten. Olaf Skog 3:1. Unfassbar, aber wahr. 3:1 für den Regionalligisten gegen den zweimaligen deutschen Meister der letzten zwei Jahre. Noch einmal, die Flanke von Kempkens, der Kopfball von Hammer und das Tor von Olaf Skog. Und nun die Borussia mit Möller, die letzte Viertelstunde. Und Heiko Herrlich, seine Einwechslung hatte sich bezahlt gemacht. Er verkürzt zum 2:3, 75. Minute nach Vorarbeit von Reuter und Möller. Neue Hoffnung für den BVB. Unhaltbar für Torwart Peter Martin, der früher selbst einmal für Borussia Dortmund spielte. Cesar, 88. Minute, verzweifeltes Anrennen des deutschen Meisters. Stefan Reuter, halbrechte Position, Schuss mit links und 3:3. Dortmund den Pokal aus, gerade noch einmal entronnen. Und Reuter, Stefan Reuter, immer mehr der Mann für ganz, ganz wichtige Tore. 3:3 in der 88. Minute. Ten Hag konnte es nicht fassen. Es gab eine Verlängerung von 2x15 Minuten. Und das bei brütender Hitze im Lohheide-Stadion. Die erste Halbzeit ereignislos, die zweiten 15 Minuten mit dieser Chance für Herrlich. Und diesem Foul anschließend von Herrlich an Stark. Gelbe Karte für Heiko Herrlich. Sieht der Michael Malbrank vom kleinen HSV, dem Hummelsbüttler SV, sehr souverän. Und dann völlig unnötig dieses gestreckte Bein von Julius Cesar gegen Teichmann. Gelb-rote Karte. Cesar war schon verwarnt worden. Dortmund nur noch mit 9 Feldspielern. Das war in der 108. Minute. So langsam richtet sie alle auf ein Elfmeterschießen ein. 118. Minute. Aljewi, der Zauberer, eingewechselt vor Bayern Kohler. Flanke, Sammer bekommt den Ball nicht weg und Blecker. Tor, 4:3 für Wattenscheid 09. Das Trauerhaus des Fußballs, heute ein Freudenhaus. Das Lohheide-Stadion wackelte in seinen Grundmauern. 4:3 gegen den deutschen Meister für Wattenscheid 09. Noch einmal die Vorarbeit von Sergio Aljewi und das Tor durch den 21-jährigen Abiturienten Frank Blecker. Das war's. Stimmen von Siegern und Verlierern direkt nach dem Schlusspfiff hier im Lohheide-Stadion, das immer noch mit Fans auf dem Rasen bevölkert ist.
Sie hatten ja noch auf 3:3 ausgeglichen und danach sicherlich erwartet, dass Sie das Spiel noch zu Ihren Gunsten entscheiden. Ist ganz klar, wenn man noch einen Kraftakt macht, nach 3:1, kurz vor Schluss noch 3:3 erreicht, dann darf das in der Verlängerung eigentlich nicht mehr passieren. Aber das ist schon anderen Mannschaften passiert und mit 10 Mann hat dann Wattenscheid nachher nochmal sehr gut gekontert, clever gespielt und verdient gewonnen. Ist das die größte Enttäuschung für Sie, seit Sie bei Borussia Dortmund arbeiten? Jede Niederlage ist eine Enttäuschung. Vielen Dank. Bitte schön. Jupp, Sie sind ja ein ganz alter Hase im Bundesliga-Geschäft. War das nur ein Traum oder war das Wirklichkeit heute? Gut, ich habe nicht dran geglaubt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es gehofft und habe es mir gewünscht, dass dementsprechend die Mannschaft mal so einen Erfolg bekommt. Aber es war schwer daran zu glauben. Vor allen Dingen nach dem 3:3. Nach dem 3:3 hatte ich natürlich die Hoffnung auch schon etwas aufgegeben. Aber die Mannschaft, muss ich sagen, hat eine ganz tolle Parade bewiesen und hat dementsprechend das Spiel auch für meine Begriffe mehr als verdient gewonnen. So, das ist der Mann, der für die Pokalsensation 1996 gesorgt hat. Frank Blecker, hatten Sie damit gerechnet, nachdem die Dortmunder wieder ausgeglichen hatten, noch das Siegtor zu erzielen? Ja, ich würde mal sagen, direkt gerechnet habe ich damit natürlich nicht, aber man hofft natürlich, dass sowas irgendwie zustande kommt mit viel Glück. Und ich muss sagen, die Mannschaft hat super gekämpft und letzten Endes würde ich sagen, es ist doch verdient gewesen. Ich habe Wattenscheid noch nie so gut wie heute gesehen. Woran liegt das? Ja, ich glaube, das ganze Umfeld hat sich in diesem Jahr geändert und ich glaube, was völlig Neues aufgebaut worden. Und okay, Frank, Sie müssen sich retten, wir geben zurück. Alles Gute, tschüss. Ja, hier ist ein bisschen entspannter im Studio.